Eine Gemeinschaft rückt zusammen. Hier ist die AfD! Die Anschläge diesen Sommer, meine Damen und Herren, können von niemandem gewollt sein. Und niemand redet sie herbei und niemand findet sie gut. Aber uns allen ist bewusst, dass dies eine logische Konsequenz der aufgegebenen Kontrolle von Staatsgrenzen durch Angela Merkel ist. Die Bundeskanzlerin Frau Merkel wegen ihrer Außenpolitik, wegen ihrer Ukraine-Politik, wegen ihrer Türkei-Politik verrückt sei. Wir alle wissen doch, dass Frau Merkel mit Leuten im Boot sitzt, zum Beispiel in der Ukraine, die bereit sind, einen Atomkrieg zu riskieren. Sie sitzt mit Leuten im Boot wie die USA, die ebenfalls bereit sind, einen Atomkrieg zu riskieren. Das kann ja nun bei aller Liebe nicht normal sein. Großbritannien hat seine eigene Lösung für dieses Problem gewählt. Es hat sich in einem Referendum für den Austritt aus der Europäischen Union entschlossen. Kommt für die Bundesregierung in Frage, hierzulande über den Verbleib Deutschlands in der EU abstimmen zu lassen? Per Volksabstimmung? Großbritannien gewinnt damit nicht nur die Hoheit über seine Grenzen und über seine Einwanderungspolitik, sondern auch über seine Wirtschaftspolitik wieder. Von EU-Regeln gegängelt. Die EU ist ein Elitenkonstrukt zur Kontrolle der EU-Bevölkerung auf dem Weg zum faschistischen Superstaat. Die Eliten sind gar nicht das Problem, die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Vielleicht ist es jetzt Zeit, über den Dexit wieder neu nachzudenken. Deutschlands Austritt aus der EU. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Muslime in unserem Land erwarte es, dass sie sich an unsere Seite stellen. Und integrierte Muslime, die die Problematik in geeigneter Religion erkannt haben, tun das bereits zum Teil als Mitglieder unserer Partei. Und manchmal bin ich verblüfft über die Naivität des Westens, die Naivität der Christen, wie sie sich so verblenden und so verführen lassen. Ich einfach ein Schlafmittel dem Westen zu verabreichen, den Christen ein Schlafmittel zu verabreichen, damit sie ihre eigene Islamisierung verschlafen. Das ist das Ziel. Dass viele Muslime sich abwenden von den Irrlehren ihrer aus der Türkei und aus Katar finanzierten Imame und ganz klar sagen, dass sie zu einem demokratischen und rechtsstaatlichen Deutschland stehen und dass sie die Probleme ihrer Religion anerkennen und dafür sorgen werden, dass sie in ihren Herkunftsländern gelöst werden. Und wenn sie nicht die AfD wählen, dann werden sie erleben, dass diese Rechte weiter eingeschränkt werden. Der deutsche Bankchef Krein gesagt, Bargeld wird in den nächsten 10 Jahren verschwinden. Bargeld ist das einzig Geld, Münzen und Scheine, das einzig legale Zahlungsmittel, mit dem wir bezahlen können. Und das will man abschaffen. Ändern Sie dies, sorgen Sie dafür, dass dieser Staat endlich wieder seinen Bürgern dient. Der Euro schadet Deutschland. Und deswegen sollten wir aus dem Euro aussteigen. In Deutschland ist es seit Jahren schick, nicht mehr Deutsch zu reden. Es betrifft inzwischen auch unsere akademische Welt. In Deutschland ist es schick geworden, dass in Seminargruppen, selbst wenn dort gar keine ausländischen Teilnehmer mitarbeiten, Englisch statt Deutsch zu reden. Und so mancher Professor hält lieber eine schlechte Vorlesung in schlechtem Englisch anstelle auf gutem Deutsch. That there are very special expectations of my speech here today. Wer aber an seiner eigenen Universität, an seinen Universitäten, beim akademischen Personal nicht mehr in der eigenen Sprache schreibt, forscht, denkt und spricht. Und das Sprechen gehört zweifelsohne zum Denken und zum Forschen dazu. Der wird die Innovationskraft in seiner eigenen Sprache auf Dauer verlieren. Und an dem wichtigsten Potenzial, das unser Land hat, nämlich der Bildung und der Innovationskraft, selbst die Säge anlegen, meine Damen und Herren. Hier gibt's gleich ein Sendung, die heißt Login von ZDF-Info-Kanal. Und wenn du wegschaltest, dann bist du ein Opfer. Lassen Sie uns diesen Trend nicht weiter fortsetzen. Und das ist glücklicherweise keine Frage des Geldes. Das können wir ganz allein und ohne großen Aufwand ändern. Und dazu fordere ich alle auf, die in dieses Land und seine Forschungskraft etwas wert sind. Wir brauchen eine gerechte Steuer- und Abgabenquote, die nicht bei denjenigen ansetzt, die sowieso schon am wenigsten verdienen. Und das, meine Damen und Herren, schafft der Staat nicht. Er greift bei denjenigen ein, die er eigentlich schützen sollte. Und deswegen brauchen wir auf Dauer in Deutschland auch eine neue und gerechte und viel unkompliziertere Steuer- und Abgaben- und Sozialpolitik. Ihr seid hier, weil ihr spürt, dass sich unser Land in einem beklagenswerten Zustand befindet. Dass diese Asylbewerber uns helfen werden, unseren Geburtenmangel und unseren Fachkräftemangel zu beseitigen. Was für ein Hohn, meine Damen und Herren. Wenn ihr euch umschaut und wenn ihr mit offenen Augen durch unser Land geht, dann seht ihr diesen beklagenswerten Zustand. Schaut euch die Bahnhöfe an, die Züge, die Busse, die öffentlichen Plätze und Gebäude. Sie sind verschmutzt und Graffiti beschmiert,
weil man die Jugend in den Schulen orientierungslos und wurzellos gemacht hat. Schaut, wenn ihr es könntet, es ist nur ein Bild, schaut in unseren Staatssäckel. Die Staatsverschuldung beläuft sich auf 2 Billionen Euro. Unsere Haushalte, liebe Freunde, sind auch deshalb marode, weil unsere Altparteienpolitiker, und setzt unsere Bitte in Anführungszeichen, weil die Vollversager von den Altparteien gegen deutsche Interessen handeln und unser Geld zum Fenster rauswerfen. Hört man unserem Finanzminister zu, der offenbar auch ein Experte für Einwanderung ist, dann werden wir alle in Inzucht degenerieren, wenn wir die ungebremste Migration nicht zulassen. Der hat auf dieser Stelle als Finanzminister nichts verloren. Schaut euch in den großen Städten und schaut euch in den Schulen der großen Städten um. Wir Deutschen sind dort schon eine Minderheit, weil die Altparteienpolitiker, ohne uns zu fragen, seit Jahrzehnten eine unkontrollierte Einwanderung in unser Land lassen. Wir schaffen das. Warum? Weil wir im Unterschied zu denen da hinten ja noch denken können. Weil wir wissen, dass wir es nicht schaffen können in dieser Situation. Dass auch die deutschen Bankguthaben, die bisher davon verschont waren, zukünftig in die europäische sogenannte Einlagensicherung eingebracht werden können. Damit hat sich der Staat den Bürger und sein Privatvermögen de facto komplett zur Beute gemacht. Vor einem Jahr sind wir auf Volksfeste gegangen. Vor einem Jahr konnten wir noch ins Freibad gehen, ohne uns irgendwelche Gedanken machen zu müssen, ob nicht jemand mit einer Machete, mit einer Axt oder noch schlimmeren auf uns zuspringt und uns absticht. Schaut euch in unseren Dörfern um, hier in Mecklenburg-Vorpommern. Aber das Gleiche gilt für Thüringen, für Sachsen-Anhalt, für Brandenburg. Schaut euch in unseren Dörfern um. Sie sind entvölkert und verfallen, weil die Altparteienpolitiker sich weigern, eine aktive Familienpolitik zu machen, damit in diesem Lande endlich wieder Normalität einzieht. Und diese Normalität bedeutet, dass endlich wieder mehr deutsche Kinder in Deutschland geboren werden, liebe Freunde. Unsere Zukunft ist gefährdet. Die Zukunft eurer Kinder und Enkel ist gefährdet. Ist es wirklich normal in unserem Leben hier in Traunreuth, in Bayern und in Deutschland, dass wir uns nicht mehr normal erholen können? Für mich ist das nicht normal. Ich lese das vor, Wort für Wort, gut aufpassen. Gebt ihnen kein Asyl. Es sind nichts weiter als Kriminelle jeder Art und Schmarotzer, die Häuser und Geld haben wollen und dennoch Straftaten begehen, weil sie nichts anderes können. Zitat Ende. Und jetzt bitte ich unsere Freunde hinten von der Antifa ganz gut zuzuhören. Dieses Zitat stammt nicht von mir. Es stammt auch von keinem Funktionsträger oder von keinem Mitglied der Alternative für Deutschland. Dieses Zitat stammt von Muhammadu Buhari, dem nigerianischen Staatspräsidenten, der das über seine eigenen Landsleute sagt, die in Massen nach Deutschland strömen, um Asyl zu beantragen. Wir sind heute, wir als Volk, wir sind heute innerlich kaputter als nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Altparteien fahren dieses Land gegen die Wand. Wir sind hier für den Frieden. Frage, haben wir Frieden? Nein. Es werden sogar 2 Arten an Krieg momentan provoziert. Erstens, ein schrecklicher Krieg zwischen West und Ost, womöglich geführt mit Atomwaffen. Und der zweite Krieg, der momentan provoziert wird, das ist ein Bürgerkrieg innerhalb Deutschlands und Europas, der auch nicht weniger schrecklich sein wird. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, und ich möchte die Frage wieder euch stellen, da hinten von der Antifa. Kein normaler Mensch möchte doch Krieg. Und ich gehe davon aus, dass ihr auch keinen Krieg wollt, so wie ich keinen Krieg möchte und so wie die Alternative für Deutschland auch keinen Krieg möchte. Die Frage ist eine andere. Es gibt Menschen, die das Geld und die Macht haben, über Krieg und Frieden zu entscheiden. Und da möchte ich die Frage stellen, ob diese Mächtigen noch normal sind. Wir hoffen, dass ja seit Jahren denn schon, dass aus Büchel endlich die letzten Atomwaffen verschwinden. Doch die Kanzlerin und ihre Partei wollen, dass die letzten US-Atomwaffen in Deutschland verbleiben. Ja, es ist so, man kann es nicht anders sagen. Diese vaterlandslosen Gesellen dort, die lösen unser liebes Deutschland auf wie ein Stück Seife unter einem Wasserstrahl.
Aber wir, liebe Freunde, wir werden diesen Wasserstrahl jetzt abdrehen. Hat sich der Warschauer Pakt an die Grenze der USA ausgedehnt? Oder hat sich die NATO an die Grenze Russlands ausgedehnt? Haben vor 2 Jahren die Ukraine mit 5 Milliarden US-Dollar finanziert, das ist nachgewiesen, den demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Janukowitsch gestürzt und anschließend ein antirussisches Marionettensystem in der Ukraine installiert? Was ist denn nun die richtige Antwort auf diese Fragen? Und die nächste Frage ist natürlich, spielt sich Russland als Weltpolizist auf und bombt ein Land nach dem anderen in die Steinzeit zurück? Oder sind das die USA, die getreu ihrer Geschichte seit 250 Jahren das fortsetzen, was sie mit den Indianern begonnen haben? In Serbien, im Irak, in Libyen und in Syrien, ich erspare Ihnen jetzt, weiter diese Blutspur zu beschreiben. Und das Schlimme ist, dass die USA, die NATO, die laut Vertragstext als Verteidigungsbündnis konzipiert ist, das Schlimme ist, dass die NATO inzwischen von den USA missbraucht wird zur Durchsetzung ihres Ziels der Weltherrschaft. Und was total gegen den NATO-Vertrag verstößt, ist, dass wir Belgier, wir Holländer, wir Polen, wir Tschechen, wir Franzosen und natürlich auch wir Deutschen, die wir nach NATO-Vertrag gleichberechtigte Mitglieder sein sollen, von den USA wie die letzten Vasallen behandelt werden, wie im finstersten Mittelalter. Ich halte das für völlig unmöglich. Wir sehnen uns nach echter Demokratie und wir kämpfen um unsere Identität, liebe Freunde. Jede Wahl ist im Augenblick eine Wahl für oder wider den asylpolitischen Amoklauf der Kanzlerdiktatorin in Berlin. Dass der Westen sich aggressiv verhält und dass der Westen der Angreifer ist, gerade wieder mal in der Ukraine und auf der Krim dieser Tage. Und ich halte es für unverantwortlich von der westlichen Führungsmacht, dass sie hier am Dritten Weltkrieg zündelt, bei dem wir alle draufgehen, wir alle, auch die Freunde von der Antifa. Ich sage euch, mit kleinen Korrekturen, mit kleinen Reformchen stellen wir unser lediertes Vaterland nicht vom Kopf auf die Füße. Wir brauchen große, nachhaltige Reformen, damit unser Land wieder Kurs Richtung Zukunft nehmen kann. Und jetzt wäre es die Aufgabe der deutschen Politiker, dieser Kriegstreiberei Einhalt zu gebieten. Weil wo wird denn das Schlachtfeld sein? Weit weg in Texas oder hier wo? Wer kein Bier hat, hat nichts zu trinken. Ich bin in engem Gespräch mit dem Weltbankpräsidenten. 219 US-Kriege. Das Nahrungsmittel dieses vor 230 Jahren entfesselten Haupttieres. Wir bleiben so lange in der Opposition, bis wir als stärkste Kraft, bis wir zumindest als Seniorpartner eine Koalition dominieren können, um dann die großen Reformen auf den Weg bringen zu können. Und warum tun die Politiker der CDU, CSU, FDP, Grüne, Einheitspartei nichts gegen diesen kriegstreiberischen Irrsinn? Die Antwort ist doch klar. Weil sie keine deutschen Interessen vertreten, sondern die Interessen der Amerikaner. Mit den Deutschlandabschaffern von den Altparteien, mit diesen Totalversagern darf es keine Koalition in naher Zukunft geben. In Berlin haben wir auch in einigen Wochen, in 10 Wochen, Neuwahlen des Abgeordnetenhauses. Dort haben sich, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dort haben sich SPD, CDU, Grüne, Linke, Piraten, ein Bündnis gegen die AfD zusammengeschlossen. Und gerade die CDU als ehemals konservativ-bürgerliche Partei, diese ehemals konservativ-bürgerliche Partei, die heute in ihrer Führungsriege nur noch aus Zeitgeistkastraten besteht. Ich sage es jetzt wirklich ohne Ironie, ich möchte jetzt ganz offen die Freunde der Antifa, die da hinten stehen, einladen, an dieser Friedensbewegung mitzuwirken. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn es um den Frieden geht, sollten alle Menschen zusammenarbeiten, auch wenn sie von politischen Überzeugungen voneinander getrennt sind. Diese CDU hat keine Probleme, ein Bündnis einzugehen mit den altkommunistischen Linken. Diese CDU hat keine Probleme, ein Bündnis einzugehen
mit den anarchistischen Piraten. Diese CDU hat keine Probleme damit, ein Bündnis einzugehen mit den antideutschen Grünen, um eine bürgerlich-patriotische Kraft zu verhindern, liebe Freunde. Wir brauchen eine neue Friedensbewegung für Deutschland und die Welt. Wir brauchen eine Friedensbewegung, welche die aktuellen Aggressionen des Westens gegen den Osten beendet. Wir brauchen eine Friedensbewegung, die Russland einbindet und nicht ausgrenzt. Das ist das Erste. In Baden-Württemberg hat sich diese CDU als Juniorpartner einem grünen Ministerpräsident hingegeben. In Thüringen träumt ein CDU-Fraktionsvorsitzender davon, 2019 mit Grünen und Roten eine neue Koalition schmieden zu können. Solch weitreichende Gedankengänge von Altparteienpolitikern, die zeigen uns deutlich an, dass es den Altparteien nicht mehr um Inhalte geht. Nein, dem Machterhalt wird alles untergeordnet. In dieser Republik steigt jeder mit jedem ins Koalitionsbett. Und wir brauchen eine Friedensbewegung, die mit den Vereinigungen aller friedensliebenden Menschen auch in den NATO-Staaten zusammenarbeitet. Das können ja nur noch regimekritische Bewegungen sein, nachdem das Regime sich hier entschieden hat, für den Krieg zu trommeln. Und so wie die Kriegstreiber international vernetzt sind, müssen es auch wir schaffen, als Friedensbewegung Alternative für Deutschland mit den Friedensbewegungen in allen anderen Ländern international sehr gut vernetzt zusammenzuarbeiten. Diese Republik ist zu einem politischen Swingerclub geworden. Europa und Deutschland stehen ohne Zweifel vor einem Kultur- und Zivilisationsbruch historischen Ausmaßes. Für mich ist die AfD die wahre Friedensbewegung. Und warum engagiere ich mich als Mann der Wirtschaft? Ich bin ja Vertreter der Wirtschaft, ich bin ja kein Politiker. Warum engagiere ich mich für den Frieden und für die Einbindung Russlands? Weil es für mich logisch normal ist, das zu tun. Der erste Grund ist, Unternehmen benötigen immer friedliche Rahmenbedingungen, um wirtschaften zu können. Kein Unternehmer braucht Krieg, mit Ausnahme natürlich der Waffenindustrie. Die innere Sicherheit zerfällt vor unseren Augen, obwohl die vornehmste Aufgabe eines Staates. Und deswegen, liebe Freunde, haben wir uns als Deutsche doch zur deutschen Nation zusammengeschlossen. Die vornehmste Aufgabe eines Staates doch die Gewährleistung der Sicherheit seiner Bürger ist. Das ist doch wohl so, nicht wahr? 2009 versprach die schwarz-gelbe Bundesregierung den Abzug der Atombomben aus Büchel, schrieb es sogar in den Koalitionsvertrag. Der Deutsche beruhigt den Amerikaner, Merkel wolle gar keinen Abzug der Atomwaffen. Und der Frieden ist auch eminent wichtig, dass das Geld, das wir über unsere wirtschaftliche Tätigkeit verdienen, dieses Geld soll der Erhaltung und Erhöhung unseres Wohlstandes zugutekommen. Das ist nicht möglich im Krieg, das ist nur möglich im Frieden. Und das Geld, das wir erwirtschaften für unseren Wohlstand, das kommt von uns allen zusammen. Von uns Arbeitern, von uns Angestellten, von Freiberuflern, von Unternehmern, von Landwirten und von Beamten. Wir als AfD, wir verteidigen die Rechte der Leistungsträger dieser Gesellschaft, egal zu welcher Gruppe sie gehören. Dieser blutige Juli wird vielleicht in die Geschichte eingehen. An Frankreichs Nationalfeiertag tötet ein 31-Jähriger mit einem LKW 84 Menschen in Nizza. 200 werden schwer verletzt. Warum ich gegen die Russland-Sanktionen bin, ganz einfach. A, die kosten ein Schweinegeld, die kosten 30 Milliarden Euro pro Jahr und sie kosten eine 500.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Alleine in Deutschland, in Europa sind es über 2 Millionen. Und diese Arbeitsplätze, die gehen mehrheitlich wieder verloren im Mittelstand, dessen Interessen ich hier vertrete und nicht in den Konzernen, weil 2 von 3 Arbeitnehmern in Deutschland in mittelständischen Unternehmen beschäftigt sind. Am 18. Juli, da stürzt sich in einem Regionalzug nahe Würzburg ein 17-Jähriger mit Axt und Messer auf seine Fahrgäste und verletzt 6 von ihnen schwer. Und auch unsere Milchbauern, das sind die letzten Verteidiger der Erhaltung unserer ökologischen Landwirtschaft hier in unserem schönen Bayern. Die müssen gerade reihenweise Konkurs anmelden, weil ihnen der russische Markt weggebrochen ist. Am 22. Juli
erschießt ein 18-Jähriger in einem Münchner Einkaufszentrum 9 Menschen. Am 24. Juli, da verletzt ein 27-Jähriger bei einem Sprengstoffanschlag in Ansbach in Bayern 12 Menschen. Und am 26. Juli, einen weiteren traurigen Höhepunkt, erleben wir in Frankreich. Während einer Messe wird dort in Frankreich ein 84-jähriger Priester geköpft. Aber es ist doch augenfällig, dass kein einziger Bio-Deutscher oder kein Bio-Franzose in diese Anschläge verwickelt war. Und man kann ohne Probleme sagen, dass ohne die Multikulturalisierung Westeuropas und Deutschlands diese Anschläge, diese Gewaltexzesse mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht vorgekommen wären. Wir Deutschen, wir haben in Jahrhunderten eine Vertrauensgemeinschaft und darauf gründend eine Staatlichkeit aufgebaut, um die uns die Welt dort draußen beneidet. Trotzdem befürworten sämtliche Altparteien, von der ehemaligen Mauermörderpartei von ganz links bis zur Marienkäferpartei, ich meine die sozialdemokratisierte CDU. Warum riskiert man etwas, das Jahrhunderte braucht, um zu werden, um zu wachsen und um zu sein, was so wunderbar funktionierte, für ein Experiment mit ungewissem Ausgang? Warum riskiert man das? Wir wollen auch noch in Zukunft eine Heimat Deutschland. Wir wollen sie nicht nur für uns, nein, wir wollen sie für unsere Kinder und Kindeskinder. Und wenn ihr es wollt, liebe Freunde, und wenn das deutsche Volk es will, dann wird dieses Multikulti-Experiment jetzt abgebrochen. Dass wir schon jetzt nicht mehr her am eigenen Hause sind, das zeigt die türkische Großdemonstration vor einigen Tagen in Köln. Die Demonstranten in Köln wollen Türken sein. Liebe Freunde, das kann ich gut verstehen. Und ich freue mich, wenn sich die Menschen mit ihrem Land identifizieren. Auch wenn ich den manchmal von diesen Gruppen in ihren roten Gewändern praktizierten Vulgärnationalismus nicht als den meinen ansehe. Ich will eine lebendige, vitale Vaterlandsliebe, freier, mündiger Staatsbürger. Das ist meine Vision. Aber ich will keinen Sklavennationalismus, liebe Freunde. Aber ich akzeptiere und verstehe und freue mich, wenn sich Menschen zunächst einmal mit ihrem Land identifizieren. Und die türkischen Demonstranten, sie riefen: Das ist unser Land, und sie meinten damit Deutschland. Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt, warum wir trotzdem nur Mittelfeld beim Einkommen in Europa sind? Ich habe mir diese Frage in den letzten Monaten und Jahren sehr oft gestellt. Und ein anderer hat sich diese Frage auch gestellt. Es ist der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Bruno Bandolet. Er hat ein sehr gutes Buch geschrieben. Und dieses Buch heißt Beuteland. Und ich empfehle jedem von euch, lest dieses Buch. Es ist sehr erkenntnisfördernd, auch wenn es hier und da sehr, sehr traurig macht. Bruno Bandolet macht eine Reise durch eine 70-jährige Vergangenheit. Und er sieht verschiedene Phasen der Ausbeutung unseres Volkes. Nach Kriegsende bis zur Mitte der 50er Jahre wurde unsere Volkswirtschaft durch Gebietsabtrennung, Beschlagnahmen deutschen Auslandsvermögens, Zwangsexporte und Demontagen geschwächt. Und dazu kam dann noch die Wegnahme von Patenten, von Forschungsergebnissen und geistigem Eigentum. Seit 1991, liebe Freunde, haben wir Deutsche 300 Milliarden Euro netto nach Brüssel überwiesen. Es war Professor Werner Sinn, der darauf hingewiesen hat, dass wir Deutschen allein dafür, durch die Niedrigzinspolitik der EZB, mit der diese Währung im Wachkoma gerettet werden soll, seit 2008 einen Vermögensverlust von wiederum 300 Milliarden Euro hinnehmen mussten. Und der Asylorkan, der von Frau Merkel losgetreten worden ist, der kostet uns nach Berechnung des Professors
Bernd Rafelhüschen von der Universität Freiburg, allein für das Jahr 2015. Und er ist ja noch nicht zu Ende, das wisst ihr, denn jede Nacht landen auf deutschen Flughäfen Flugzeuge, mit denen Tausende von Menschen aus dem Nahen Osten per Fluglinie nach Deutschland transportiert werden. Der illegale Asyltsunami von 2015 kostet uns 900 Milliarden Euro. Das sind Billionenbeträge, die mit eurem Fleiß und letztlich mit eurer Lebenszeit erwirtschaftet worden sind. Es kann kein Zweifel bestehen. Unser Land, unser Volk wird von den Altparteienpolitikern ausgequetscht wie eine Zitrone. Was könnte man mit den Billionen alles machen? Wir könnten zum Beispiel unsere Staatsschulden tilgen. Mit einem Schlag wären die 2 Billionen einfach weg und wir müssten keine Zinsen mehr bezahlen und unsere Kinder und Kindeskinder nicht noch für diese Schulden arbeiten lassen. Das könnte man tun. Wir arbeiten jedes Jahr bis zum 8. Juli für die Steuern. Kein Volk arbeitet länger für die Steuern als wir Deutschen, liebe Freunde. Ich würde mehr Polizisten einstellen. Das sind die von der Politik alleingelassen, die jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit hingeben. Und hier heißt es auch mal deutlich, Danke Polizei zu sagen. Und ich würde die Alleinerziehenden unterstützen, die oft kaum über die Runden kommen. Und schlussendlich würde ich unseren jungen Familien geben, damit endlich etwas Selbstverständliches in Deutschland wieder geschieht, damit endlich wieder mehr deutsche Kinder geboren werden. Aber diese Selbstverständlichkeit ist den Altparteienpolitikern Welten ferngerückt. Nur die AfD als bürgerlich-patriotische Kraft ermutigt eure Mitbürger, auch die Politikverdrossenen, zur Wahl zu gehen. Denn jede Wahl ist eine Wahl über die Zukunft Deutschlands und jede Wahl in Deutschland hat jetzt wieder eine Alternative. Das ist die AfD. Liebe Freunde, arbeiten wir, streiten wir, kämpfen wir und siegen wir für unser geliebtes deutsches Vaterland. Ich danke euch.